Es gibt natürlich viele Gemeinden, die sind nicht in der Gnade und in der Liebe Christi. Ja, ganz wichtig, die sind im Gesetz, die sind noch im mosaischen und aaronitischen Gesetz, obwohl sie sich Christen nennen. Und da steht ja klipp und klar, dass das falsch ist, dass das Gesetz zum Tode führt. Wie, wie kann das sein, dass das Gesetz zum Tode führt? Und zwar zum ewigen Tod, also zur Hölle, weil uns das Gesetz verdeutlicht, wie sündig wir sind und dass wir es nicht einhalten können. Es ist der Spiegel Gottes indem wir unsere gefallene Natur spiegeln sollen. Wir sollen natürlich versuchen, diesem Gesetz genüge zu werden oder, oder danach zu streben. Gar keine Frage. Aber wenn wir ehrlich mit uns sind, merken wir, wir können es nicht einhalten. Es geht nicht. Ab und zu hassen wir doch noch mal jemanden im Herzen. Kurz, oh, aber ich muss ihn doch lieben. Oh ja, die Güte Gottes habe ich auch im Herzen. Also versuche ich ihn zu lieben. Oh, ich schaffe es doch, ihn zu lieben. Aber du hast ihn impulsiv erst mal gehasst. Weißt du, was ich meine? Oder... Du hast doch mal eine Frau, oh, die sieht aber schön aus, und oh, nee, schon wieder nach Frau Lüstern hinterhergeblickt. Ähm, obwohl du jetzt dir vielleicht nicht explizit vorgestellt hast, wie du sie entkleidest und Sex mit ihr hast, ähm, hast du doch irgendwie instinktiv nachgeschaut, weil sie schön ist, weil sie irgendwie reizend ist. Und hast eigentlich ja schon gesündigt in Gottes Welt, ne? Aber wir können diesem Maßstab Gottes nicht genügen. Das sagt er uns damit. Warum erzählt denn sowas Jesus auf der Bergpredigt? Er erhöht doch die Messlatte der Moral nochmal um Lichtjahre, Jesus in der Bergpredigt. Warum? Weil er die Welt auf seinen Kreuzestod vorbereitet. Weil er uns sagt, ihr könnt es nicht schaffen, ihr könnt euch noch so anstrengen, ihr könnt es nicht schaffen, meinem goldenen moralischen Standard gerecht zu werden. Nicht, weil ich es böse mit euch meine, sondern weil ihr gefallen seid jetzt. Ihr könnt es einfach nicht, ihr könnt nicht mehr heilig sein aus euch heraus. Deswegen müsst ihr den Heiligen Geist empfangen. Und das geht nur über das Evangelium, über den Kreuzestod, über die Wiederauferstehung. Dort wurde unsere Schuld getilgt. Dann hat Jesus, Jesus den Heiligen Geist geschickt, für jeden verfügbar, das heilige WLAN sage ich immer, über den du Wiedergeburt erfahren kannst, über den du Kontakt mit Christus aufnehmen kannst, über den Heiligen Geist. Da wurde Pfingsten erst geschickt, der war ja für die Menschen nicht empfangen. Empfänglich für alle, sondern Gott hat sich die Propheten ausgewählt, auf die er den Heiligen Geist hat kommen lassen im Alten Testament und dann war auch wieder weg der Heilige Geist, nachdem sie das ähm, getan haben, was ihr Auftrag war. Permanent ist der Heilige Geist erst in der Gnadenzeit verfügbar. Die Gnadenzeit ist ab Pfingsten bis jetzt. Das ist eigentlich auch die biblische Endzeit. Ab Pfingsten, also Geistsendung nach Christi Himmelfahrt, bis jetzt. Also von daher, dass, dass, da muss man natürlich aufpassen, es gibt christliche Gemeinden, die sind unter dem Gesetz, die wollen Gesetzlichkeit, die haben das Kreuz nicht verstanden. Die wissen nicht, dass sie nichts tun können, wie Jesus sagt. Die können sich noch so den Hintern aufreißen, sprichwörtlich, und versuchen, gesetzlich zu sein. Das wird sie nicht retten. Es rettet dich nur, wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz alles getan hat und du dem nichts hinzufügen kannst. Und wenn du dann aus Liebe zu ihm, an ihn glaubst, also nachdem du bereut hast und dich zu ihm bekannt hast. Dann kriegst du den Heiligen Geist geschenkt. Das ist die Wiedergeburt. Bereuen, also Bußfertigkeit, Sündenbekenntnis, Umkehr, Reue, Umkehr, Bekehrung, also Bekenntnis zu ihm und Empfängnis des Heiligen Geistes. Ne? Also das eine bedingt das andere, bedingt das andere. Gott zieht dich, du gibst nach. Das ist es eigentlich. Gott zieht dich und du gibst nach. Du lässt nach und nach deine. Dein Stolz fallen, dein Hochmut, du wirst demütig, du möchtest gerettet werden, du streckst die Waffen deiner irdischen Selbstgerechtigkeit und öffnest dich Gott und er schenkt dir irgendwann den Heiligen Geist. Das ist eine Gnade Gottes, eine übersinnliche Taufe, die dich rettet. Genau. Und danach merkst du, wie dich der Heilige Geist immer mehr von Sünde wegführt. Du kannst es nicht selbst bewirken, dass du weniger Sünden begehst, sondern es tut Gott an dir, durch den Heiligen Geist, den er dir geschenkt hat. Und du bist ja nur, sage ich mal, ähm, dir wird ja nur gestattet, in den Himmel zu kommen, weil du Jesus angenommen hast, weil Jesus deine Sünden bezahlt hat und du dieses Geschenk angenommen hast. Ne, an, je, an dem Kreuz Christi, jetzt wenn du dir das vorstellst, hängt jeder Schuldschein jedes einzelnen Menschen bis zu seinem Tod. Und du kannst jetzt zum Kreuz gehen, sprichwörtlich deine Sünden unter das Kreuz legen, Christus dafür danken und diesen Schuldschein einlösen. Dann ist deine Schuld getilgt. Bis zu deinem Tod. Das heißt nicht, dass du dann sagst, yay, Schuld getilgt, ich kann jetzt durch die Gegend huren und saufen und rauchen und randalieren. Nein, der Heilige Geist, den du empfängst bei der Wiedergeburt, bringt dich weg von diesen Gedanken, weg von der Sünde. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, schrittweise. Ja, das ist die Gnade. Du kannst aber nicht in diesem gefallenen Zustand, auch nicht als wiedergeborener Christ, komplett sündenfrei sein. Das geht nicht. Das sagt uns auch die Bibel. Ja. Wer sagt, er sei ohne Sünde, obwohl er sich bekehrt hat, der ist ein Lügner. Das steht geschrieben. Also von daher, ja, gesetzliche Gemeinden sind ein großes Problem. Die haben die Gnade und die Güte Gottes nicht verstanden. Die haben das Kreuz nicht verstanden. Die sind noch im Alten Testament. Die warten in dem Sinne noch auf den Messias, obwohl sie sich ja Christen nennen. <laughs> weil, wenn sie den Messias erkannt hätten, hätten sie ja seine Gnade angenommen und dann bräuchten sie nicht mehr unter dem Gesetz zu sein, weil Jesus hat das Gesetz eingehalten und erfüllt. Für uns, wir können es nicht einhalten und erfüllen. Ne? Ähm, die haben nicht verstanden, worum es geht, gesetzliche Gemeinde. Und deswegen bist du da gut beraten, vorsichtig zu sein, weil es gibt nichts Schlimmeres, als in eine falsche Gemeinde zu geraten. Und dann völlig verwirrt zu sein. Also, wenn man aber Wiedergeburt erfahren hat, wenn man jetzt diesen inneren Frieden, diesen Sabbat Jesu im Herzen hat, diese Sabbatruhe, wenn man weiß, man ist gerettet und geheilt und wenn ich morgen sterbe, bin ich bei Gott. Wenn du das weißt, dann kannst du auch den Heiligen Geist, also dann kannst du Gott darum beten, bitten, dann kannst du Christus darum bitten, durch den Heiligen Geist dich in eine Gemeinde zu führen, die gut für dich ist und für die du auch gut bist. So, das ist ja eine Wechselwirkung. Das ist ganz wichtig, darum zu beten, um Führung zu beten. Ja. Mich hat der Heilige Geist auch in eine Gemeinde geschickt, weil ich darum gebeten habe. Ich wollte Gemeinschaft mit anderen wiedergeborenen Christen, ich wollte wiedergeboren getauft werden, Wasser getauft, ganz untergetauft. Ich wusste aber auch, dass mich die Wassertaufe nicht rettet. Ja, wenn ich vorher nicht Wiedergeburt erlebt hätte, hätte mir die Wassertaufe gar nichts gebracht. Aber doch der Heilige Geist möchte, dass wir diesen Gehorsamsschritt, also auch Gott möchte, dass wir diesen Gehorsamsschritt leisten. Und dass wir uns Wasser taufen lassen. Als sichtbares Zeichen auch für die unsichtbare Welt. Uns beobachten die ganze Zeit Engel und Dämonen. Davon kannst du ausgehen. ja Und ähm, das ist ein sichtbares Zeichen für die spirituelle Welt, für die Dämonenwelt. Ich bin jetzt für euch verloren. Ihr habt keinen Anspruch mehr auf mich. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich bin hinabgestiegen in das Reich des Todes. Deswegen untertauche in das Wasser. Und wenn ich auftauche, bin ich eine neue Kreatur in Jesus Christus. Meine Sünde ist abgewaschen, weil Christus sie am Kreuz getilgt hat. Sein göttliches, unschuldiges Blut hat meine Sünde weggewaschen. Das symbolisiert die Wassertaufe. Die Wassertaufe kann dich aber nicht retten, wenn du nicht vorher Wiedergeburt erlebt hast. Aber sie ist wichtig als Gehorsamsschritt und als sichtbares Zeichen vor der unsichtbaren Welt. Aber auch als sichtbares Zeichen vor der Gemeinde. Wir haben ein Gemeindemitglied hinzugewonnen oder es kommen auch auf solche Taufen noch nicht Gläubige und die sind auch überwältigt von Taufzeremonien und lassen sich dann, weil dort auch der Heilige Geist anwesend ist, davon kannst du ausgehen, lassen sich dann da teilweise auch so berühren, dass sie auch umkehren und dann irgendwann auch Wiedergeburt erfahren, weil sie es wollen. Ja, deswegen, genau, man muss genau hinschauen. Es gibt viele, viele Ganz fragwürdige christliche, freichristliche Gemeinden. Also dass die großen staatlichen Kirchen abgefallen sind und ganz offensichtlich Satan huldigen, das glaube ich, ähm, lässt sich nicht mehr großartig verbergen. Ne? Für die Endzeit ist ein großer Abfall der Gemeinde vorhergesagt. Zuerst muss noch der große Abfall kommen. In dem sind wir, denke ich. Ne? Diese große Apostasie. Ne? Mit, da, da befinden wir uns drin. Weil, also in den großen Kirchen wird ja gepredigt und auch praktiziert, was dem Wort Gottes zu 100% widerspricht. Und dort wird doch teilweise gar kein richtiges Evangelium mehr gepredigt. Also, Jesus hat es gerichtet und du kannst dem nichts mehr hinzufügen. Jesus hat es bezahlt und du kannst dem nichts mehr hinzufügen. Allein der Glaube rettet, keine eigenen Werke retten. Ähm, es gibt eine Hölle, es gibt ein Gericht. Jesus muss richten, weil er gerecht und heilig ist. Er wird wiederkommen, um diese Welt zu richten. Mit Zorn in den Augen. Und er hat alles recht, zornig zu sein über diese gefallene Welt und ihre ganze Perversion. Und ja, von daher, das wird ja nicht mehr gepredigt. Deswegen gehen die Menschen auch aus den großen Kirchen raus, weil sie halt die Wahrheit suchen. Die Wahrheit wird dort nicht gepredigt. Dort wird ein. Das ist ja auch ähm, prognostiziert für die Endzeit. Dort wird ein Evangelium nach den juckenden, Augen, äh, juckenden Ohren der Menschen gepredigt. Da wird ein Jesus nach den juckenden Ohren der Menschen gepredigt. Was heißt das? Ein Jesus, den es nicht gibt, aber der ihnen so passt. Ein Evangelium, das es nicht gibt, aber das ihnen so passt. Und äh, der Apostel Paulus sagt es ganz, ganz eindeutig ja, in seinen Briefen oder auch in der, in der Apostelgeschichte wird es gesagt, wer euch ein Evangelium oder ein Jesus predigt, dem wir, oder dass wir euch nicht gepredigt haben, der sei verflucht. Das sollten sich auch all diejenigen hinter die Ohren schreiben, die einen falschen Jesus und die ein falsches Evangelium predigen. Weil ich glaube nicht, dass die das alle bewusst tun und dass die bewusst jetzt wissen, ah, jetzt huldige ich mal Satan und tu nur so, als sei ich Christ. Diese gibt es auch, gar keine Frage, die gibt es auch. Ich persönlich kann die auch für mich einordnen. Ich weiß, in welcher Kirche ich die in der Führungsspitze ähm, verorten kann, das heißt aber nicht, dass die ganzen Gläubigen dieser Religion dann ähm, das wissen oder bewusst Satan huldigen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass auch viele verführte Freikirchen gar nicht wissen, was sie da tun. Warum nicht? Gott sagt es selber. Aus Mangel über das Wissen des Wortes. Weil die Liebe zum Wort, also zur Wahrheit nicht da ist, lassen sich, lasst sich mein Volk verführen, sagt Gott. Ne? Ähm, das heißt doch, weil die Liebe zum Wort nicht da ist, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt auch in vielen sogenannten Christen wird die Liebe erkalten, weil sie gar keine Beziehung zu Christus haben, weil sie das Wort Gottes nicht lesen und nicht verinnerlichen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Traurig, tragisch, aber wir haben das gleiche Schicksal als Gemeinde Gottes, also als christliche Gemeinde, die das Volk Gottes, die Israeliten auch haben. Die sind auch immer wieder ums goldene Kalb getanzt und das tun wir ja auch. Ne? Wir sind da kein Stück besser. Sie haben damals Gott nicht erkannt, als er leibhaftig in Menschengestalt vor Ihnen stand. Und ich frage mich manchmal, ob die christlichen Gemeinden Gott heute noch erkennen überhaupt oder kennen. Haben Sie eine Beziehung zu ihm? Lesen Sie das Wort? Kennen Sie Christus? Jesus sagt: Es werden viele da sein an dem Tag, wenn ich meine Gemeinde abhole und werden sagen: Herr, haben wir nicht auch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, gute Werke getan? Und so weiter und so fort und Jesus wird sagen: Hinfort mit euch, ihr Gesetzeslosen! Ich habe euch nie gekannt. Was bedeutet das? Sie hatten nie ein Verhältnis mit Christus, haben nie mit ihm gesprochen, haben nie gebetet, haben nie den Heiligen Geist empfangen. Sie waren einfach religiöse Menschen, die irgendwelchen Traditionen und Ritualen gefolgt sind. Das ist eine große Warnung. Ne? Also von daher, du hast alles recht. Skeptisch zu sein, weil es ganz viele Gemeinden gibt, die sind unter dem Gesetz und damit haben sie das Kreuz nicht verstanden. Sie sind nicht unter der Gnade und unter der Liebe Jesu Christi. Sind sie nicht. Wenn sie das wären, wüssten sie, dass sie einfach nur dankbar sein können und Jesus dafür lieben, was er für sie getan hat. Und er hat sie davon befreit, glauben zu können, dass sie durch ihre eigene Gesetzlichkeit sich den Weg selbst ins Paradies ebnen dürften. Könnten, sollten. Können wir aber nicht. Das, ich meine, es widerspricht ja auch dem Erlösungswerk. Wenn nur ein Mensch fähig wäre, aus eigener Gerechtigkeit in den Himmel zu kommen, hätte Jesus ja nicht Mensch werden brauchen, diese ganze Qual am Kreuz aushalten brauchen. Ja. Also von daher, ja, da muss man vorsichtig sein. Aber wenn man Wiedergeburt erlebt hat, dann sollte man darum beten, dass Christus einen in die Gemeinschaft führt, das muss ja nicht mal in, in irgendeinem Gebäude sein, es kann ja auch zu Hause sein, irgendeine Gebetsgemeinschaft, irgendeine Bibelgemeinschaft, die zu Hause, wie in der Urkirche, da wurde das auch zu Hause abgehalten, weil die halt verfolgt wurden, ne? die Verfolgung wird auch wiederkommen, seid euch sicher, seid euch sicher. Ähm, dass, dass man darum bittet, in so eine christliche Gemeinde oder Gemeinschaft geführt zu werden, wo die Bibel im Mittelpunkt steht und Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Und die Gnade und die Güte Gottes, die Liebe zu Jesus im Mittelpunkt steht, ja, und die Liebe zum Nächsten. Und nicht das Urteil und nicht die Gesetzlichkeit. Denn die Gesetzlichkeit kann uns entweder nur zu Heuchlern machen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dachten, sie seien die besten und tollsten von allen. Aber Jesus sagt, inwendig voller Moder und Totengebein. Oder sie macht uns halt Sie zerstört uns, sie lasst uns zerbrechen und verzweifeln. Und wenn wir an der Gesetzlichkeit zerbrechen, weil wir ehrlich sind und merken, wir können sie nicht einhalten, dann kommen wir unter das Kreuz und lassen uns von Jesus wieder zusammensetzen. Nur so ergibt es Sinn und ist schlüssig in sich. Gott wurde Mensch und starb und für uns, litt für uns und, und stand vom Toten auf, weil wir es nicht schaffen können aus eigener Kraft. Ja. Und wir können dem Kreuz auch nichts hinzufügen. Keine Sakramente oder eigene Werke oder Pilgerfahrten oder was auch immer Religiöses es da gibt, was in der Bibel überhaupt nicht steht. Ähm, wir können nur demütig und reumütig unter das Kreuz kommen. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil sie, weil sie sind stolz, arrogant, narzisstisch, verhärtet im Herzen. Wir wollen unsere eigenen Götter sein. Wir wollen uns nicht beugen. Dabei hat Christus sich vor uns gebeugt und hat unsere Füße gewaschen. Obwohl wir eigentlich ewige Verdammnis verdient hätten vor dem Gesetz Gottes, hat er uns begnadigt durch das Kreuz. Aber nicht, nicht automatisch, nicht, keine Allversöhnung. Also das heißt nicht, wenn du, kein, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, bist du nicht trotzdem erlöst, weil es eine Allversöhnung gäbe. Diese Allversöhnungslehre ist eine völlige Irrlehre. Nein, wer Wiedergeburt erlebt, wer bereut, wer umkehrt, wer sich bekennt, und wer den Heiligen Geist empfängt, der ist gerettet. Wer wiedergeboren ist, ist gerettet. Das sagt Jesus nicht. Ich bin jetzt mal stellvertretend für alle Menschen gestorben, für 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 die, die sich in feuchten Kehricht um mich scheren, für 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 Juden, die mich ablehnen, für Muslime, die mich ablehnen, für äh, Atheisten oder Agnostiker, die mich ablehnen oder für Satanisten, die mich ablehnen. Ist doch Christus nicht gestorben und die kommen dann alle in den Himmel? Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Du musst doch heilig sein, wenn du in den Himmel kommst. Und deine Schuld muss bezahlt sein, wenn du in den Himmel kommst. Du kannst sie nicht selbst bezahlen, du kannst auch nicht selber heilig werden. Also hat Christus sie bezahlt, also musst du den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist macht dich heilig. Und dadurch, dass du das Ticket gelöst hast, was Christus für dich bezahlt hat, bist du, kriegst du, wie sag mal, ist dir der Eintritt genehmigt worden ins Paradies. Nicht weil du gut bist, sondern weil Christus gut ist. Ja. Wenn man das verstanden hat, ergibt es auch alles Sinn. Ja. Also ich finde es natürlich jetzt aus meiner wiedergeborenen Position heraus, mich leitet aber auch der Heilige Geist in Weisheit und Verständnis, so wie es geschrieben steht. Das habe ich mir, mir ja nicht selbst erarbeitet oder ich bin ja nicht so hyperintelligent, dass ich, dass ich denke, ich habe das begriffen, sondern der Heilige Geist hat es mir eröffnet. Der hat mir das Tuch vor den Augen weggezogen, der hat mir die Decke vom Herzen weggezogen. Der Heilige Geist, weil ich mich bekehrt habe, weil ich meine Waffen gestreckt habe, weil ich wissen wollte, wer Gott ist, weil ich Wusste, dass ich schuldig bin, weil ich nicht in die Hölle wollte, weil ich wollte, dass mir jemand die Schuld abnimmt. Und da bietet sich nun mal nur Christus an. Kein anderer. Ja? Und ich finde auch in keinem anderen diese Tiefe, die Christus ausstrahlt und diese Güte, diese Schuldlosigkeit. Selbst Pilatus musste eingestehen, ich kann keine Schuld an diesem Mann finden. Warum wollt ihr ihn überhaupt kreuzigen? Der Mann ist unschuldig. Ja, Gott ist natürlich unschuldig. Ja. Und jetzt sagen immer, vor allem Muslime, Jesus hat doch nie gesagt, dass er Gott ist. Moment, Moment, Vorsicht, Vorsicht. Wann heben denn die Pharisäer und Schriftgelehrte immer Steine auf und wollen ihn steinigen oder wollen ihn die Klippe hinunterstürzen oder wollen ihn anderweitig töten? Wann? Immer wenn Jesus sagt, zum Beispiel, bevor Abraham war, bin ich. Was für ein Satz. Bevor Abraham war, der tausende Jahre, tausende Jahre vor Jesus gelebt. Bin ich. Ja, was sagt denn Jesus damit? Er sagt damit, ich bin Gott. Warum? Weil der Gott des Alten Testamentes gesagt hat zu Moses, als er ihn gefragt hat, wie soll ich denn äh, mein Volk ja, dich vorstellen? Wie heißt du denn? Wer bist du denn? Er hat gesagt, sag ihnen, ich bin der ich bin. Sag ihnen, ich bin. Und jetzt sagt Jesus, bevor Abraham war, bin ich im Original, in der Originalgrammatik heißt es sogar, bevor Abraham war, ich bin. Im Deutschen dreht man das nur um, in der deutschen Grammatik. Also, dann sagt er, ich bin die Wahrheit. Ich bin, also, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin wieder, Yahweh. Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, wird ewiges Leben haben. Wer spricht denn da? Wer sagt denn, ich bin? Gott! Der Gott des Alten Testamentes. Und die Juden wussten genau, was er sagt, weil genau an diesen Stellen, immer wenn er dieses Ich bin sagt, zerreißen sie ihre eigene Kleidung vor Wut heben Steine auf und wollen ihn töten oder wollen ihn die Klippe runterschmeißen oder wollen ihn anderweitig töten, weil sie genau wissen, was er da gesagt hat. Und wie lautete denn die Anklage? Was haben denn die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Pilatus gesagt? Er macht sich selbst zu Gott. Das war auch die Anklage. Also die wussten genau, was er da sagt. Wer, wenn nicht Gott, kann denn über Wasser gehen, Wasser zu Wein machen, Sturm und Wellen Einhalt gebieten, Lahme gehend machen, Blinde sehend machen, Dämonen austreiben, Sünden vergeben, Tote zum Leben erwecken, sich selbst zum Leben erwecken. Wer kann das denn außer Gott? Welchen Menschen gab es jemals, von dem gesagt wurde, ich kann keine Schuld an ihm finden? Es gibt keinen Menschen, von dem das gesagt werden kann, außer Gott. Gott wurde Mensch und blieb Gott. Weil wenn er nicht Gott geblieben wäre, hätte er nicht die Sünden vergeben können oder hätte er auch nicht die Wunder tun können. Oder hätte er auch nicht selbst alle Gesetze einhalten können und sündenlos bleiben können. Aber genau das war Jesus sündenlos für 33 Jahre. Denn nur ein sündenloser Mensch, der gleichzeitig Gott war, kann die Schuld der Menschen tragen und auf sich nehmen und mit seinem unschuldigen Blut sie bezahlen. Genau. Wenn man das verstanden hat, dann weiß man, man kann nichts tun. Aus sich heraus kann man nicht gerettet werden. Nur durch Glauben seid ihr gerettet, sagt die Bibel. Und nicht durch eigene Werke, auf das sich niemand rühme. Da wird keiner sein im Himmel, der sich rühmen kann, dass er selbst durch eigene Heiligkeit und Großartigkeit und Frömmigkeit dorthin geschafft hat. Das behaupten alle Religionen, alle Religionen der Welt. Inklusive der christlichen Religion. Und das widerspricht halt der Bibel. Deswegen lehne ich christliche Religion ab, weil sie der Bibel diametral entgegensteht. Alle Religionen inklusive der christlichen Religion behaupten, man könnte, man sollte, man müsste was tun, um sich vor Gott zu rechtfertigen, um sich sozusagen freizukaufen von seiner Schuld, um sich seinen eigenen Weg ins Paradies zu ebnen. Das steht aber nirgendwo in Gottes Wort. Und das kann nur geschehen oder es konnte nur geschehen, dass sich solche Religionen bilden, weil die Gläubigen das Wort Gottes nicht lesen, nicht kennen, weil sie keine Beziehung zum lebendigen Gott haben und sie sich somit veräppeln lassen von den Priestern und Predigern und Pastoren. Nur so konnte es passi passieren. Genau. Im Wort Gottes steht, ohne mich könnt ihr nichts tun, das sagt Jesus. Ich bin die Tür. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Der Vater und ich sind eins. Bevor Abraham war, bin ich. Christus stellt sich als Gott vor. Nicht nur durch seine Werke und Wunder, aber auch rhetorisch und inhaltlich und in Bezug auf das Alte Testament. Ja, also von daher, es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Es lohnt sich, mit Jesus in Kontakt zu kommen, weil nur so kann man ein ewiges Leben kriegen. Indem man direkt zu Christus geht, zur Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens ist laut Bibel Jesus. Also muss man zur Quelle des Lebens kommen. Warum kann man denn nicht durch Mohammed gerettet werden oder durch Allah? Weil, es, weil Allah ein Götze ist und weil Mohammed ein Massenmörder war, ein pädophiler Massenmörder. Warum bete ich denn nicht zum selben Gott wie die Muslime? Weil mein Gott ohne Sünde ist und weil der Gott der, des Islam von sich behauptet, er sei der größte. Verführer. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht so im Koran. Weil der Gott des Koran Allah den gläubigen Muslimen erlaubt zu lügen, Ungläubige zu belügen, um den Islam größer zu machen. Wer wird denn von Jesus der Vater der Lüge genannt? Der Teufel. Wissen die Muslime, wen sie da anbeten? Nein, glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Das wissen sie nicht. Deswegen hoffe ich und bete ich, dass auch Muslime natürlich den lebendigen Gott, Jesus Christus, erkennen und annehmen und somit gerettet werden. Und es gibt eine ganz große Erweckungswelle unter Musliminnen, hauptsächlich in der muslimischen Welt gerade. Und das ist ein großes Wunder. Und äh, ja, kann man Gott nur dankbar für sein. Nur wer Jesus annimmt, wird gerettet, weil nur Jesus sein göttliches Blut für unsere Schuld vergossen hat, weil nur in Jesus Gott Mensch wurde weil nur Jesus Gott ist, der uns gegenübertrat. Ja? Deswegen ist diese Bestrebung der großen Religionen, wir sind doch alle eins und ja, hier koexist und so, wir glauben ja doch alle an denselben Gott. Nein, ich glaube nicht an äh, Millionen Götzen, wie die Hinduisten. Die glauben an aber hunderte Millionen Götzen. Wir wissen aber, dass die gefallenen Engel ja hier jetzt irgendwo im universum sind und sich auch an die menschen herangemacht haben satan zumindest im garten eden könnte es sein dass die hindus ohne es zu merken die gefallenen engel anbeten ja wir können ja mal anschauen wie diese götzen aussehen in der darstellung ich habe da so meine zumindest mal meine vermutung ich glaube ganz fest, dass sie da leider auch von Satan verführt sind und den Dämonen und sie Dämonen anbeten. Dazu stehe ich auch. Deswegen hasse ich Hindus nicht, sondern freue mich für jeden Hindu, der sich zu Jesus bekennt und bekehrt und gerettet wird. Aber ich kann nicht sagen, wir glauben an denselben Gott, weil es einfach nicht stimmt. Das wäre eine Lüge. Ich glaube auch nicht an denselben Gott wie die Muslime. Ich glaube auch an, nicht an den Propheten, der Massenmörder war und, und, und ja ein Kind vergewaltigt hat und geheiratet hat. Also ich will mir das gar nicht alles. Ausmalen. Und der äh, gedacht hat, er wäre besessen und sich umbringen wollte, mehrfach. Und dann seine Frau gesagt hat, nee, tu es lieber nicht, also, vielleicht spricht auch Gott zu dir und so. Und ich meine, wer sich umbringen will, zu dem spricht doch nicht Gott, sondern eher Dämonen, oder? Also ja, wie gesagt, man muss den Koran kennen, um einordnen zu können, an was die da glauben. Ja. Ähm, ja. Ich glaube auch nicht an Buddha, weil Buddha war ein einfach ein Lebensberater, würde man heute sagen, ein Life-Coach, der schon lange tot ist der auch nicht von sich behauptet hat, Gott zu sein, der hat auch keine Wunder vollbracht, der hat auch, hat auch mir nicht erklärt, woher das Universum kommt und, und wie, wie die Sünde in die Welt kommt und wie, wie sie hinweggenommen werden kann. Völlig unschlüssig, nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit Buddhismus. Reinkarnation glaube ich auch nicht, in der Bibel steht, es ist dem Menschen, jedem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Das glaube ich, das ist auch hier auf der Welt so, dass wir Gericht wollen. Und gerechtes Gericht für Straftäter. Wir können aber nicht gerecht richten, weil wir auch Fehler machen, weil wir gefallene Menschen sind. Gott wird keine Fehler machen bei seinem Gericht. Keinen einzigen Fehler wird er machen. Er ist 100% gerecht und 100% heilig. Deswegen kann er auch keine einzelne Sünde unbestraft lassen, sonst wäre er nicht gerecht. Wir können das bloß nicht verstehen, weil wir in dem gefallenen, rebellischen Zustand in der Abneigung gegenüber der Wahrheit sind. Du kannst den Menschen über das fliegende Spaghetti-Monster Buddha... Krishna, Vishnu, sonst was erzählen über Esoterik und äh, New Age und sie, so, oh, ist interessant und ja, cool, schön für dich. Aber sobald du sagst, da gab es einen, der ist für deine Schuld gestorben, weil du schuldig bist und nur in Christus ist Gott Mensch geworden, wenn du mit dieser Exklusivität kommst, die Jesus selber für sich in Anspruch nimmt, diese Exklusivität, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Wenn du ihn damit kommst, dann drehen die Menschen durch. Weil sie werden konfrontiert mit der Wahrheit, mit ihrer eigenen Schuldigkeit, mit ihrer eigenen Hochmütigkeit, mit ihrer eigenen Arroganz und mit der Ausweglosigkeit in dem Sinne. Also Ausweglosigkeit, wenn man es aus eigener Kraft schaffen möchte. Weil wir wollen ja narzisstisch sein, wir sind ja stolz und wir wollen aus eigener Kraft es ins Paradies schaffen. Damit konfrontiert, drehen die Menschen durch. Wie, ich kann nichts tun? Nein, du kannst nur. Von Herzen bereuen und dich bekennen und bekehren, weil Christus für dich alles getan hat, was ja eigentlich schön ist. Er hat für dich alles getan, du musst das Geschenk nur annehmen. Er hat das auch getan, weil er dich liebt und weil er eben nicht will, dass du für alle Ewigkeit in der Hölle landest. Das ist doch die schönste Botschaft überhaupt. Aber wir sind so stolz und verhärtet im Herzen, wir wollen das nicht. Wir wollen nach unseren eigenen Gesetzen leben und ja, jetzt wundern wir uns, warum die Welt so ist, wie sie ist, weil wir halt eben nach unseren eigenen Gesetzen, die eigentlich nicht existieren, leben wollen. Wir wollen ständig Gottes Gesetze übertreten und denken, nö, das, diese Sünde mag ich aber, dass Gott das Sünde nennt, finde ich doof. Ich möchte ja, ich möchte ja fremdgehen, ich möchte ja vorehelichen Geschlechtsverkehr haben, ich möchte ja Pornos gucken, ich möchte ja Drogen nehmen, ich möchte ja mich besaufen, ich möchte ja fluchen, ich möchte ja betrügen, ich möchte ja Steuer hinterziehen. Ich finde das doof, dass Gott das doof findet. <laughs> ja, dürfen wir ja, dafür haben wir einen freien Willen gekriegt, aber wir dürfen nicht glauben, dass das ohne Konsequenz bleibt, weil Gott halt gerecht und heilig ist. Gott gibt uns die Möglichkeit, so zu sein, wie ich das beschrieben habe, aber er sagt auch, glaubt nicht, dass das ohne Folgen bleibt. Ihr werdet dann dafür selbst gerade stehen müssen und wer dafür selbst gerade steht, der wird für alle Ewigkeit von mir getrennt sein. Und da werden jetzt viele sagen, na no, und dann bin ich halt getrennt von Gott, ich mag den eh nicht. Das würde ich mir zweimal überlegen, weil wie gesagt, die Hölle können wir uns nicht vorstellen. Das hier ist weit entfernt von der Hölle. Die gefallene Welt, die imperfekt ist, ist weit entfernt von der Hölle. In der Hölle wird es 0% geben, was von Gott kommt. Hier gibt es noch mindestens 50%, was von Gott kommt. Liebe, Mitgefühl, Friede, Licht, Spaß, Empathie, Zuneigung, was auch immer. Hoffnung. Das wird es dort alles nicht mehr geben. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, hast du auch kein Recht, irgendwas von Gott zu erwarten. Das wäre auch inkonsequent. In der Hölle wird nichts sein, was von Gott kommt. Nichts, null Prozent. Und diesen Zustand wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. In dem Sinne kann ich nur jedem empfehlen: Suchet und so werdet ihr finden. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das hat nämlich Jesus Christus, also Gott selbst, gesagt. Ja, er möchte ja, dass wir frei werden. In Religion wirst du nicht frei werden. In, in, in der Institution, Kirche, die sowieso längst abgefallen ist und dem der Welt folgt und somit Satan, da wirst du nicht frei werden. Du wirst nur durch die direkte persönliche Beziehung zu Christus frei werden. Und wenn du seinen Willen erfahren willst, musst du halt sein Wort lesen. Geht nicht anders. Und je mehr du es liest, desto mehr wirst du auch merken, das ist die Wahrheit, die ich da lese in der Bibel. Das ist die Wahrheit. Wenn ich mir die Welt angucke, das ist die Wahrheit. Und die Welt ist die Lüge weil die Welt wird geleitet, weil Jesus es ihm erlaubt, diese Welt zu leiten, diese Welt wird geleitet gerade vom Teufel, bis Christus wiederkommt. In dem Sinne, euch Gottes Segen und viel Erkenntnis.